Gleichung vierten Grades. Wie das aussieht, denken Sie sich schon, ne? Ax hoch 4 plus bx hoch 3 plus cx Quadrat plus dx plus e soll 0 ergeben. Das ist jetzt noch komplizierter, da gibt es nicht mal so eine komplizierte PQ-Formel wie die kardanischen Formeln für die Gleichung dritten Grades. Für uns ist nur interessant hier der Sonderfall der biquadratischen Gleichung. Bei der biquadratischen Gleichung kommen nur gerade Exponenten vor, also ax hoch 4 plus bx Quadrat plus c ist 0. Das ist eine sogenannte biquadratische Gleichung. Wie kann man die lösen? Wir legen einen Zwischenschritt ein und substituieren erstmal u für x². Wir führen damit das Ganze zurück auf ein Problem, das wir lösen können. Dann steht da unten nämlich a mal u² plus bu plus c gleich 0. Und das ist eine quadratische Gleichung. Das können wir. Und dann kommt eben, wenn man das gelöst hat, die Lösung bekommt man dann aus einem Rücksubstitutionsschritt. Gucken wir uns das mal in einem kleinen Beispiel an. Die Gleichung, die wir uns angucken, lautet x hoch 4 minus 13x² plus 36 gleich 0, dann kommt die Substitution, dann haben wir da stehen u² minus 13u plus 36 gleich 0, da haben wir eingesetzt u gleich x², dann können wir mit Hilfe der PQ-Formel bestimmen, die Lösung für u, das probieren Sie selber. Ich schreibe es einfach auf. Die erste Lösung ist die 9. Und die zweite Lösung für u ist die 4. Wie sieht es jetzt aus mit den Lösungen für x? Dann müssen wir das jetzt eben nochmal rücksubstituieren. Dann steht hier x² gleich 9 aus der ersten Gleichung und da bekommen wir raus, das ist erfüllt für x1 gleich minus 3 oder für x2 gleich plus 3. Dann die zweite Rücksubstitution x2 gleich 4 und das ist gleichbedeutend damit, dass x, eigentlich sollte ich die Indizes an der Stelle weglassen, die machen da keinen Sinn. Das ist gleichbedeutend damit, dass x gleich minus 2 oder x gleich plus 2 ist. Ja? Damit haben wir die Lösungsmenge L mit den Zahlen minus 2, 2, minus 3 und plus 3. Häufig würde man das auch angeben in der Form x1 gleich minus 2, x2 gleich 2, x3 gleich minus 3, x4 gleich plus 3. Das macht jetzt keinen Unterschied, beides ist völlig in Ordnung.